Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder dein Coach Martin und wir beide trainieren heute zusammen ein ganz kurzes 8 Minuten Morgenworkout. Wir teilen das auf einerseits in eine Dehn-Session und auch nochmal in eine Trainings-Session. Das hat den Hintergrund, gerade wenn du morgens früh aufstehst, fühlst du dich ja noch so ein bisschen unbeweglich und ein bisschen steif. Und der andere Grund, dass wir noch trainieren, steckt dahinter, dass gleich am Anfang des Tages dein Stoffwechsel in Gang kommt. Und dass du nach dem Workout auch schon wach und fit in den Tag starten kannst. Und so kann er einfach nur perfekt werden. Und bevor wir jetzt mit dem Training starten, mache ich es immer so, dass ich noch ein Glas Wasser trinke. Das hat auch den Hintergrund, gerade nach dem Schlafen ist der Körper leicht dehydriert. Und es regt vor allen Dingen auch deine Verdauung an. Und gerade vor dem Training solltest du auch was trinken, damit das Blut auch gut zirkulieren kann und deine Muskeln arbeiten können. Also, trinken wir kurz was. Und dann legen wir gleich los. Und gerade auch für Vielsitzer, also die, die oft im Alltag sitzen, ist gerade dieses 8-Minuten-Workout perfekt dafür geeignet. Denn ich habe die Übung darauf abgestimmt. Alles, was so im Alltag verkürzen kann, wird hier direkt angesprochen. Also, legen wir gleich mal los mit der Dehnung. Die erste Übung ist das Paket. Hierfür setzen wir uns auf die Knie und strecken die Arme nach vorne. Und so dehnen wir schon mal wunderbar unsere Brustwirbelsäule auf. Haben hier eine gute Dehnung in der Brustmuskulatur. Denn gerade wenn wir den ganzen Tag sitzen, arbeiten wir viel vor dem Körper und so kriegen wir schon am frühen Morgen eine gute Dehnung. Okay, wieder kurze Pause. Jetzt machen wir weiter für die Wirbelsäule, gehen in den Vierfüßlerstand und bewegen jetzt einmal die Hüfte nach unten. Und machen jetzt einen Buckel und schieben die Wirbelsäule wieder nach unten und wieder nach oben. So kriegst du gleich am frühen Morgen deine Wirbelsäule in eine gute Bewegung. Und vor allem, das ist auch ganz gesund für die Wirbelsäule. Die sollte auch ständig in ihrem Radius bewegt werden. Okay, kommen wir zur nächsten Übung. Und zwar gerade für den Hüftbeuger. Wenn wir auch viel sitzen, strecken wir einmal die Beine aus. Den Po spannen wir an. Und dann gehen wir hier komplett in die Dehnung. Hier merkst du vor allem den Hüftbeuger und auch die Bauchmuskulatur, die hier sehr gut gedehnt wird. Spann dabei auch am besten deinen Po an. Gehen wir über zur nächsten Übung, und zwar für den Beinbeuger. Auch hier, wenn wir wieder viel sitzen, ist hier das Bein im Angebeugt und hier verkürzt auch gerne der Muskel. Und hierfür stellen wir uns gerade hin und führen die Fingerspitzen runter zu den Fußspitzen und fangen hier an, leicht zu wippen. Ganz wichtig ist, dass die Knie immer gestreckt sind. Ja, und ihr merkt auch schon, immer wenn ihr runtergeht, kommt ihr noch mal ein Stück tiefer. Und die Dehnung merkt man wunderbar im hinteren Oberschenkel. Halten nochmal den tiefsten Punkt. Und jetzt nochmal eine Übung. Hier gehen wir in den Vierfüßlerstand wieder. Für die Unterarme, weil gerade wenn wir viel im Büro sitzen und tippen, verspannen noch gerne die Unterarme. Vierfüßlerstand. Und jetzt drehen wir die Handgelenke einmal komplett rum
Und hier merkt ihr auch schon wunderbar, wie es in den Unterarm zieht. Und hier könnt ihr auch die Intensität selbst bestimmen, indem du leicht dich nach hinten beugst und wieder nach vorne. Auch hier, wenn du nach hinten gehst, kannst du ausatmen und einatmen, wenn du wieder nach vorne gehst. Okay, das ist einmal, um beweglich zu werden. Jetzt machen wir weiter für den Stoffwechsel. Einfach nochmal Bewegung reinbringen und wir fangen gleich an mit den Jumping Jacks. Also, los geht's! Okay, 10 Sekunden kurz durchatmen. Dann geht es weiter mit den Squats. Wunderbar für die Beine und auch für die Po-Muskulatur. Und weiter. Auch hier schulterbreit ausstellen, die Beine. Knie zeigen leicht nach außen. Und nächste Übung, bleibt bei den Beinen. Hier machen wir jetzt seitliche Ausfallschritte und es geht los. Nächste Übung, wir gehen runter und machen jetzt die umgekehrte Planke. Stellen die Arme auf und jetzt einmal komplett durchstrecken, Körperspannung, Po anspannen. Und zum Abschluss noch eine gute Bauchübung. Hierfür legen wir uns hin. Und jetzt der normale Crunch. Aber wir strecken die Arme dabei nach oben. Und los. Und da sind auch schon 8 Minuten geschafft. So schnell kann es am Morgen gehen. Und du merkst auch schon, du bist jetzt gut in Wallung. Bist vor allem jetzt auch glücklich, weil, sag mal so, die erste Bewegung am Tag hast du schon geschafft, direkt nach dem Aufstehen.
Jetzt kannst du einfach nochmal frisch duschen gehen, dein Essen zubereiten und dann kann der Tag einfach nur perfekt werden. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das Workout kannst du natürlich jeden Tag wiederholen. Und wenn du das knapp 21 Tage lang machst, hast du auch hier schon eine neue Gewohnheit für dich entwickelt. Und hier kannst du auch immer wieder drauf aufbauen. Okay, hier oben siehst du nochmal zwei Videos von mir, die du gerne anklicken kannst. Und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, wenn du unten einmal draufklickst. In dem Sinne, hab einen schönen Tag, bleib fit und bis zum nächsten Video.